Wir sind jetzt gerade hier in der Stadt, letzter Tag in Amsterdam. Wir haben noch so ein paar Stündchen, aber eine Sache wollen wir euch auf jeden Fall noch zeigen. Das ist nämlich, also sage ich nicht, gehen wir jetzt hin. Okay, wir gehen wirklich direkt drauf zu. Guck doch mal. Nee, ist nicht mein Laden. Könnte man aber denken, ne? Also, wir waren vor ein paar Jahren schon mal hier in Amsterdam und da haben wir hier das erste Mal gegessen bei Maus Vegan. Ich dachte, das kann überhaupt gar nichts. Aber das sind wirklich die crispiesten Falafel, die wir jemals gegessen haben. Es gibt sehr, sehr viele Stationen hier, bzw. Standorte von Maus Vegan hier in Amsterdam. Wir sind jetzt hier bei dem direkt am Bahnhof. Da knallen wir uns mal schöne kleine Falafel rein. Ist nämlich, du kriegst das Brot mit der Falafel da drin und dann kannst du ja halt selber belegen an dieser Auslagetheke da. Komm, wir gehen mal rein. Nora holt sich eine Falafel. Ich hole mir gleich hier daneben an noch eine Pommes und dann geht's weiter. Dann starten wir nämlich den Tag 3. So, jetzt Attacke und wir fragen, ob wir da filmen dürfen, aber warum denn nicht? Man, das ist noch frisch. Wow. Da ist die Falafelmaschine hinten. Ja. Da kommen die Falafel direkt rein und die Falafel are really crispy. I really like them. Can I get like just three falafel without nothing? Is that possible? How many balls you want? Just two or three balls. Yeah. Yeah? Okay. You are a YouTuber? Yeah, just too small, just small channel. Yeah. I'm just trying. Kommt das Brot rein? Oh, thank you. Die sehen so perfekt aus. Die sind wirklich sehr, sehr nette Leute. Ich muss euch sagen, ich hätte wirklich echt nicht damit gerechnet damals, wo wir hier das erste Mal waren, dass das so lecker ist. Aber ihr wisst, immer schön offen sein für Neues, ausprobieren und dann euer eigenes Bild machen. Guck mal, jetzt könnt ihr euch hier das alles so belegen, wie ihr wollt. So geil, Mann. Ich hab hier gleich zwei, drei Falafel, die zeige ich euch mal so, weil die sind unglaublich, Mann. Das sind nämlich die besten Falafel, die ich jemals gegessen habe. Das ist schon irgendwie, ne? Ja. Obwohl die in Ägypten und so, das kann man natürlich nicht. Wir wissen auch immer noch nicht, was das ist, aber es ist einfach geil. Ist das nicht mit aus Feige eingelegt vielleicht? Weiß ich nicht. What's that exactly? Ist das a small aubergine? Ah, small aubergine. Ja, ah, okay. Okay, ich setze mich schon mal hin, ne? Ja. Boah, seht ihr die Falafels? Falafels. Guck mal, wie schön die aussehen. Oh mein Gott. Die Falafel riecht so natürlich sehr, sehr gut frittiert, ne? Ist doch klar. Aber irgendwas Frisches hat die trotzdem. Super crispy, Mann. Mmh. Guckt euch mal an, wie die aussieht. Die schmeckt so lecker, Mann. Das ist wirklich eine richtig gute Falafel. Mmh. Geiles Frühstück. Ja, ne? Nora, haut sich da in die Tasche rein. Was hast du? Ich wollte fragen, was hast du drin, aber ich sollte eher fragen, was hast du nicht drin? Möhre, Gurke, ja. Die pinke Eckbahn. Okay. Yeah. Ja, gut. Das ist der perfekte Zeitpunkt für die Falafel gerade. Guckt euch mal, wie perfekt diese aussieht. Es ist wirklich richtig lecker, Mann. Ja. Und allein wegen diesem Namen, das schmeckt noch mal fünfmal besser. Ehrlich, sage ich euch wirklich so, wie es ist. Guter erster Stopp. Und nach so einem kleinen Kaffee. Hier in Amsterdam kann man sich so eine Falafel auf jeden Fall gut gönnen. Ich freue mich aber schon auf die Pommes hier nebenan. Weil da ist immer eine Schlange. Ich habe da noch nie gegessen. Und das machen wir gleich gemeinsam. Und dann gehen wir Burger essen. Wir sind jetzt hier bei Mannequin Piss. Ich glaube, das kennt man. Also zumindest sagt mir das die Schlange, die ich hier jedes Mal vorsehe. Ich habe hier noch nicht gegessen, Nora glaube ich auch nicht, ne? Und wir holen uns mal jetzt eine richtig schöne, eklige, geile holländische Fritten mit Mayo, Joppi, ohne Zwiebeln, kein Spezial, einfach zum nur Frühstück. Zum Frühstück. Natürlich. Wie spät haben wir? 12. Es gibt 24 verschiedene Soßen hier. 24, aber wir nehmen die Klassiker. Ne? Nehmen wir kleine Fries? Ja. Ja, ne? Ja. Medium Mayo. Seht ihr das? Das ist kein Bier, was da rauskommt, sondern da kommt. Ja. Ja? Guck mal, jetzt haben wir hier die schönen Pommes. Genau so muss das aussehen. Ich bin aber, eigentlich sage ich euch ehrlich, bin ich so der Fan davon, wenn die Soßen extra sind, aber das ist halt so hier in Holland. Boah. Mmh. Ja, Mann. Boah. Mit so eine? Mmh. Schön crispy outside, soft on the inside.
Klassiker holländische Pommes, geil. Kann man gar nicht so viel falsch machen. Guck mal, den Pizza, der ist auch ein bisschen witzig tatsächlich. Ja, schlau. Warum? Also wegen rein, ne? Mhm. Mmh. Ja. Stabile Pommes einfach. Oh, ich habe richtig Hunger. Wisst ihr, warum ich da die Soßen extra mag? Weil die so ganze Soße ist dann immer oben drauf und unten, da sind dann die Pommes so, da ist dann nur ein ganz bisschen Soße. Deswegen, wenn es geht, nehmt euch die Soßen immer extra. Ich bin jetzt aber selber schuld. Ich habe nämlich nicht gefragt. Darauf erstmal eine Pommes. Oh, scheiße, da habe ich die Linse angespuckt. Ah, scheiß drauf, lecker. Mmh, die ist wirklich lecker. Mmh. Ja. Also Leute, hier haben wir den Smash. Er ist wirklich sehr, sehr schwer. Doppelt Fleisch. Der trifft mir schon auf die Hand. Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. KFC in geil.